Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eines sollte hier Minecraft starten, warte kurz. Jetzt lädt Minecraft gerade Ressourcenpakete. Heute bauen wir mal an der Welt hier weiter. Jetzt muss es ein wenig glauben. Denn ich baue im Kreativmodi meine Villa weiter. Deshalb war ich halt gerade ein wenig warten. Und jetzt kann ich es endlich ankündigen. Am 8. Januar gibt's einen Special Stream, bei dem man je 10 Franken oder Euro, keine Ahnung was, Google oder Apple Play Guthaben kriegen kann. Die Teilnahme ist einfach, ihr müsst einfach in meinem Stream sein und dann einfach auch bei meinem Instagram-Account einfach kurz dort mich kontaktieren. Da wird man natürlich immer permanent im Stream verlinkt. Will heißen, man kann mit ein wenig Glück, oder besser gesagt Skill, muss man auch dafür 3 Gewinne in StumbleGuys, also Blockdash, während ich streame haben. Also eigentlich recht einfach. Es gibt eigentlich 3 Voraussetzungen dafür. Erstens, mein Kanal abonniert, Glocke aktiviert und dann eben den Livestream geliked haben. Zweitens, 3 Gewinne holen bei Blockdash im Stream. Und drittens, ganz einfach auf meinem Insta vorbeischauen und mich dort kontaktieren. Dann kann ich euch den Gutscheincode senden. Wichtig, ich kann ihn nur in Euro oder Schweizer Franken versenden. Also bitte schaut auf das. Dass ihr aus der Schweiz oder aus der EU kommt. Ja, wollte ich dazu nicht mal sagen. Ich werde den Stream ab sofort praktisch wie hoch starten auf YouTube, würde heißen, dass so wie angekündigt wird. Und dann heißt's Let's Fetz. Ich bin schon mega hype auf den Stream, weil ich weiß nicht, wer gewinnt. Sicher ist irgendein StumbleGuys-Sweater. Der Stream wird extra, damit es ein wenig länger geht, weil es werden wahrscheinlich viele Sweater werden. Eine Stunde länger, also 2 Stunden. Und wenn das Geschenk dann gemacht wird, dann tue ich es kurz live praktisch. Nein, nach dem Live eben kurz holen. Vielleicht überarbeite ich die Teilnahmebedingungen nochmal, indem das mal mein Discord-Server gejoint werden oder sein muss. Ich tue den immer in jedem Video und Livestream ab sofort verlinken. Damit könnt ihr jederzeit joinen. Wäre sehr nett.
nämlich noch nicht viele Members. Und würde mich wirklich sehr freuen. Dadurch, okay, ja, in diese Richtung. Muss mir immer wieder kurze Baunotizen machen, weil sonst vergesse ich die Hälfte. Ja, und das ist die Welt mit Mods, falls ihr das doch fragen wollt. Und falls ihr mich fragt, wie hoch das Haus schon ist, so. Und falls ihr mich fragt, warum hier alles ein paar Explosionskrater hat, ich bin hier gerade praktisch wie in einem Projekt, wo ich will, dass hier alles wieder aufbauen. Weil die Welt hatte ich vorher mit ein paar Freunden, die eben leidenschaftlich sprengen. Jetzt muss ich nur noch das Richtige hier reinhauen. Den brauche ich auch. Also deshalb ist hier alles ein wenig kaputt. Und ich versuche eben hier die Landschaft wieder ein wenig genießbar zu machen. Indem, dass ich hier einfach mal in den Hotelraum klatsche. Das Hotel wird recht groß. Habe ich mir vorgenommen. Mindestens 5 Etagen und zwar Doppeletagen, also 10 Stockwerke, in denen man wohnen kann, weil jede Wohnung geht. Auf 2 Stockwerke. Deshalb einfach kurz. Das wäre ein Video, das ich glaube ich nicht mal online gestellt habe. So könnt ihr es nicht mehr schauen, leider. Und nicht, also habt ihr es eigentlich nicht gesehen. Vielleicht habe ich es doch online gestellt und ich irre mich nur, keine Ahnung. Jedenfalls, ich kann nachher noch eine Roomtour machen und ich muss noch alles einrichten. Ich habe noch recht viel zu tun bei dem Haus hier. Ich würde eben gerne jede Etage gleich machen. Und dann einfach die Einrichtung anders. Ist die Lobby offen? Oh shit. Das habe ich komplett übersehen. Die Lobby muss offen sein. Sonst ist es nicht gleich. Oh, da kommt noch ein Teil Lift dazu. Den muss ich natürlich auch noch machen. Vielleicht baue ich auch über die Lobbys immer nur Glasdecken, dann kann man nach unten sehen. Aber das muss ich eben alles noch planen. Weil zuerst mal geht es einfach um das, dass ich hier. Eigentlich wollte ich nur den Stream ankündigen, aber da ich ja versprochen habe, jeden Freitag ein Video, wird das also in einem Video gemacht. Und ich wünsche jedem, der heute, wie ich, frisch Ferien bekommen hat, von der Schule, Arbeit, keine Ahnung was, Weihnachtsferien eben. Ferien hat, wünsche ich schöne Ferien, weil ich habe eben auch Ferien bekommen. Das ist eben recht cool, wenn man endlich mal Ferien hat. Jeder kennt das Gefühl. Nee, doch nur 3? Komisch. Habe ich kurz verrechnet bei etwas, aber wieder gegradigt. Und der Lifteinstieg gibt es auch nur alle 2 Stockwerke. Perfekt.
Man kann sich dann frei in seiner Wohnung bewegen. Und runter muss man einfach schauen, wie man ohne Fall Damage runterkommt. Muss ich hier noch Wasser placen? Mein Glück. Das sollte kein Wasser sein. Schon viel besser. Ah, das Wasser habe ich reingeholt. Gut, bin unten. Also hochkommen tut man so. Erstes Stockwerk, wundervoll. Und dann zweites Stockwerk. Und dann eben ein drittes Stockwerk, das im Bau ist. Und runterkommen tut man einfach so. Es geht down. Muss halt weiter sich die zum Aussteigen, aber hier ist es ja leicht. Und hier ist so eine Unterbrechung dazwischen ist. Aber wenn man hoch will, ist es halt ein wenig mühsam, aber egal. Und was ich auch schon gebaut habe, ist, hier seht ihr eine zweite Liftschacht. Tiefgarage. Ich weiß, ich kann nicht schon bauen. Bemängelt das bitte nicht. Und hier kann dann raus. Und ich habe hier alles wieder selbst wieder aufgebaut. Jeder einzelne Block. So mega viel zersprengt hier. Und ich habe versucht, es so schön wie möglich mit dem Wald zu verdecken. Wieder mega viel Gras platziert, damit das schön aussieht. Also ich habe mir mega viel Mühe dafür gegeben. Und ihr seht auch das Hotel von hier aus. Perfekt. Und hier eben sieht man noch ein wenig Anzeichen davon. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne fragen. Schreiben und ich werde sie dann beantworten in Kurzvideos. Hier habe ich noch einen Beacon, keine Ahnung wozu, aber wenn man will, ist es halt schön. Da vorne ist ein Rune Portal, das ich eigentlich viel weiter weg in Erinnerung hatte. Aber egal, wie nah oder weit weg es ist, ist das abgebaut. Von hier aus ging eine TNT-Schlange bis ins Dorf. Und weil hier Zeug es zum Explodieren gebracht hat, ist halt auch das Dorf explodiert. Weil hier war früher mal ein Villager-Dorf. Ich habe den Goldblock gefunden. Ja. Wirklich so. Und ich habe mich immer hier irgendwo aufgehalten. Und da vorne war das Dorf. Und hier war einer meiner Kollegen immer am Sprengen. Keine Ahnung, wer das TNT innerhalb von einer Minute her hatte. Hier war mein anderer Kollege immer am Rune Portal. Und ich war hier. Im Wald. Falls ihr fragt, warum hier plötzlich der Wald so dicht wird. Da habe ich wie noch ein weiteres Hotelzimmer einplanen wollen. Einfach praktisch Survival-Zimmer. Und wenn man reingeht. Ne, ich habe da nicht gerade einen Baumteil gelöscht, egal. Da kann man jetzt ein Fass rein tun. Nicht da, da. Gut. Der Baum ist wieder hergestellt. Hier hat man halt dann so mit Beleuchtung, muss man hier auch noch einrichten. Und hier unten war mal eine Farm, bis meiner Kollegin alles getötet hat an Tieren und so, außer Leuten, die sich in Kreativmusik befanden. Deshalb sieht es hier auch so aus. Und hier haben wir natürlich auch noch Weizen und Ding für Tiere. Hier ein schönes Schwimmbad. Guck mal die Aussicht. Da muss ich noch ein wenig dran arbeiten. Und was macht das Fass jetzt dort? Mann, hat das Fass platziert. Also, das war's schon mit meinem kleinen Video. Eben nicht vergessen, kommt in den Livestream, wenn ihr coole Stumbleguys oder einfach 10 Euro Franken, keine Ahnung was wollt. Das Datum wisst ihr ja jetzt auch. Bis dann. Skill off.